Gott ist gut, das ist ein Musikfestival, da haben wir Genau, uns genau. kennengelernt, das meintest du. In Rosenthal war das, also in Ostdeutschland, das ist aber eine Serie von Festivals, die du auch mit begleitest. Ja, das Apostolat für die Jugendlichen, wenn man es mal so frommdeutsch sagen will, das liegt Ja. dir am Herzen. Du machst auch Firmenvorbereitung und Workshops. Wie ist denn da dein Konzept? Evangelisierung durch Musik oder? Musik ist eine Sprache des Herzens, eine universale Sprache. Egal, ob du jetzt Deutsch verstehst oder nicht, du findest sogar so einen Zugang. Das war ja das Schöne auch bei dem Gigfestival, bei dem Gott ist gut Festival, dass da verschiedene Sprachen zusammengekommen sind und es war aber spürbar, dass der Geist so quasi uns vereint. Und das heißt, die Musik spielt da eine extreme Rolle. Und ich mache ja diese Rap-Musik, die vielleicht älteren Generationen auch fremd sind und mit denen sie am Anfang nichts anfangen können. Bei den Jugendlichen ist es aber so, dass über 50% tatsächlich der Charts sind aus diesem Bereich, aus dem Deutschrap-Bereich. Das heißt, die Jugendlichen, ob wir wollen oder nicht, hören das und sind gewohnt, die Inhalte da aufzunehmen. Es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt sage, okay, kauf dir die fetteste Karre und hau auf den Putzer, es gibt keinen Morgen. Oder vielleicht sagt, ja, du bist geliebt, sei happy, verbreite Freude, bleib anständig. Da gibt es auch, da bin ich nicht der Einzige, der so ein Inhalte predigt, unter Anführungszeichen. Und dann dazwischen, zwischen den Songs, erzähle ich immer wieder auch die eigene persönliche Lebensgeschichte, ziehe tatsächlich sehr oft Bibelstellen. Also mir ist das total wichtig. Jede einzelne dieser Events ist für mich irgendwie eine besondere Ehre. Das ist wirklich so. Und da ziehe ich immer wieder Bibelstellen und arbeite an denen die Übergänge zwischen den Songs heraus und versuche eben so eine ganze Reise für die Jugendlichen zu ermöglichen, die sie berührt, die ihnen ermöglicht, dass sie selber in ihrem Leben reflektieren und sie mit einbezieht eigentlich. Was mir total wichtig ist und was ich immer wieder erlebe, ist, die rufen bei den Konzerten mit, Jesus, Jesus lebt, ja, und machen überhaupt mit. Und das ist einfach ein Riesenunterschied, wenn die Jugendlichen merken, hey, ich darf hier selber mitmachen, ich muss nicht nur Bank drücken und ganz brav sein, sondern ich darf meine Energie, weil Jugendliche haben ja viel Energie, die haben ja viel mehr Energie als wir zwei, die wir hier sitzen, ja. Also die hängen uns, mich auch oft ab, ja. Der dritte Block ist dann, dass ich sie selber auch motiviere, kreativ tätig zu sein, damit sie eben selber lernen mit der Bibel. Das ist ja nicht nur irgendwas, was vor tausenden Jahren passiert ist. Ja, das ist auch so real passiert. Das ist aber auch etwas, was mich heute berührt, meine persönliche Lebensgeschichte. Und da gibt es dann schon Aha-Effekte und das merkt man irgendwie in den Augen, dass jetzt, okay, jetzt hat sie es berührt und ich denke mir oft, wow. Bisschen ja viel besser als meine Texte, was die schreiben. Das ist wirklich so. Deine Texte sind ja auch sehr dezidiert katholisch. Es gibt ein Lied von dir, das besingt zum Beispiel den Erzengel Michael. Ja. Jugendliche wollen jetzt ja cool sein, wollen auch anerkannt werden. Wie gehen die denn mit solchen Texten um? Der Erzengel ist mega cool. Der ist der, ich meine, so wie ich ihn kennengelernt habe, ist es jetzt eine lichtvolle Gestalt, die sehr zurückhaltend ist, auch wenn es darauf ankommt, auch feurig mit dem Schwert sozusagen voranschreitet. Und man weiß, Actionfilme sind groß im Kurs, ja. Also das ist eine Gestalt, die natürlich besonders jungen Menschen imponiert. Und ich habe eigentlich, also es war der Song gerade, wenn wir über das Gig-Festival gesprochen haben, die Crew hat das immer gesungen. Also das war quasi im Bus war das dann der Running Gag. Ah, Michael, Michael. Und ja, kommt gut an. Also keiner darf sich irgendwie zurückhalten. Ich finde, jeder sollte wissen, dass mit der frohen Botschaft in der Phase, in der wir jetzt sind, meistens, wenn man sie herzlich rüberbringt und echt, kommt's gut an. Weil das ist die größte Angst. Ah, wie werde ich ankommen? Das geht mir selber noch bis heute so. Gut, es kommt gut an. Jetzt wollen